Captain Rex, CT7567, Rex. Befehl, folgen. Wir sind ein Team. Ja, so ungefähr. Könnt ihr was raushauen. Wenn ihr euch das hier anschaut, kennt ihr noch? Commander, das Spiel. Lange, also ist lange her. In der Rolle des CT7567, also 7567 Rex, wo nur Befehle befolgt werden und wir sind ein Team und wir sind die 501 Garnison unter der Herrschaft von Anakin Skywalker und Ahsoka Tano. Könnte man eine tolle Rolle rausmachen, ist wie gesagt Cosplay, bleibt Cosplay und wir ziehen das gnadenlos durch. Es wird gelernt, dass man das auch rüberbringt. Es ist ein bisschen traurig, dass man in die Stimmlage nicht kommt, wie man Captain Rex kennt. Aber ist nochmal ein Synchronsprecher, ich müsste ihn extra anrufen, ob er für mich spricht, ich möchte nicht wissen, was er für mich haben möchte, wenn er dann für mich in der Stimme synchron sprechen wird. Egal, gewöhnt euch dran, CT7567, Captain Rex, Befehle befolgen und wir sind ein Team, Anakin Skywalker und Ahsoka Tano. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Meine lieben Freunde, wir sind digital. Wir sind eine digitale Gesellschaft, wir sind ein digitaler Club, wir sehen und erleben uns digital, wir unterhalten uns digital. Die Welt analog scheint wohl so langsam zu Ende zu gehen und wenn ich so in der analogen Welt spazieren gehe. Übrigens, Rex wird in diesem Alter dargestellt, 58, Halbtorso, Gürtel, die Blaster und er erinnert sich nicht mehr an CT7567. Das ist halt ein Codewort, wo er dann anfängt zu überlegen. Also wir starten, oder ich starte als Cosplayer in der Sektion Rebels, wo er aktiviert wurde durch den Code CT7567. Und er sagt, hä? Was hast du da gesagt? Ja? Und als Rebel, also man hat also gemerkt, jeder merkt, dass irgendwann hier läuft was schief. Und die ersten Zweifel kamen und somit kam ja auch Captain Rex seine Persönlichkeit. Ich meine, sie ist wunderbar in Szene gesetzt worden. Ich würde mich auch freuen, wenn mal so die Stormtrooper, die Clone Trooper und auch später die Erste Ordnung und auch davor die klappernde Stelle. Ja, um sowas herzustellen, wisst ihr alle ganz genau, das kostet ein horrendes Geld, auch Zeit, um das zu machen. Ich werde mich also bemühen, als Captain Rex, CT7567, richtig rüberzukommen. Ich versuche damit Captain Rex News. Also Captain Rex forscht, Captain Rex holt sich die Neuigkeiten, ja, wie jetzt zum Beispiel die neue Regie bei Han Solo. Mal schauen, also Disney hat natürlich ein großes Portfolio. Disney hat natürlich viel Geld, um Lucasfilm zu helfen, der Kennedy zu helfen. Bis jetzt haben sie es ja geschafft. Bis jetzt haben sie ja immer Milliarden umgesetzt. Die anderen Sachen, wie auch Commander, den könnte man vielleicht auch nochmal ins Leben rufen, dieses alte Spiel Commander. Kann man ja, also viele Regisseure haben das große Glück, wie Galaxy, Guardians of Galaxy, mit Unbekannt zu arbeiten und dadurch neue Kreationen zu schaffen. Das geht aber hier nicht. Ein Captain Rex CT7567 ist und bleibt, ja, ich mach's ja richtig, verdammt und so genannt. Ist halt eine Sache, die halt viel Zeit, die Dramaturgisten, also wenn die einmal dran sind, dann ziehen sie es auch gnadenlos durch. Auf eine Art freut es sich, wenn man hört, dass Captain Rex bis zur Staffel 6 des Rebello 6 Staffeln sollen werden. Ob das alles so stimmt, weiß man nicht. Aber jedenfalls soll Captain Rex ist halt irgendwie bei der Dramaturgie und auch bei den Herstellern und bei den Verantwortlichen von Rebels zum Beispiel, irgendwie mögen sie die Figur und meiner einer findet sie auch toll, aber so schlecht ist es ja mal gar nicht. Ne? Also, ein Offiziersrang bringt euch auch Respekt. Das sind so seine Worte, ich muss das alles so ein bisschen lernen, versuchen, auf die Textur zu bringen. Ich bin einfach so kaltes Wasser reingesprungen, kam als Captain Rex wieder raus, weil es eine Idee war, eine analoge Idee. Weil hier viel analog ist, aber sich nicht analog über Star Wars, sondern normale Dienstleistung sich erstreckt. Hier ist halt normale Dienstleistung. Wir besorgen DVD und Blu-ray auf Anfrage. Ich hatte auch gerade die Kunden draußen erwischt und gesagt, dass Krull und die 60 Sekunden da sind. Und Lesbian Vampires
Daran arbeiten wir noch, dass wir den Film besorgen für die Kundin. Also ihr seht, hier in dieser analogen Welt seid ihr alle analog willkommen. Wir bemühen uns auch in dieser analogen Welt, euch einige Sachen da zu besorgen. Ich bin gerade ein bisschen traurig, dass, wie gesagt, durch diese Unwettergeschichte keine Sonne lacht und dass man leider jetzt hier vor der laufenden Kamera ist. Ich habe, wie gesagt, diesen Wahnsinnsauftrag noch, den ich jetzt hier auch gleich noch bearbeiten muss. Ich wollte euch nur Hallo sagen und sagen, hier als Captain Rex, 75, also CT 75, 67 werden hier Befehle befolgt. Ja, Befehle werden befolgt. Wir sind ein Team, 501 Garnison. Mal schauen, was wir daraus zaubern können. Alle Stormtrooper, alle Klontrooper, alle Cosplayer sind natürlich recht herzlich analog willkommen. Ihr könnt ruhig vorbeikommen. Ihr wisst, wo dieses Geschäft ist. Ihr wisst, wo dieser Shop ist. Die A40, wie gesagt, die Dortmunder waren ja da. Dann noch einmal, zum allerletzten Mal, na, die Dokon von der Truppe in dem Eissportzentrum Dortmund wird das von diesem Verein gemacht werden. Das ist der Verein aus Dortmund. Wir bleiben Stormtrooper. Nein, alles Quatsch. Wir sind und bleiben Star Wars, Foto, Film, Figuren, Cosplayer, Fans der Stadt Essen als Club. Als einfacher Club, rein, raus, Mickey Mouse. Wir haben den Jüngsten, das ist der Marcel mit 9, der ist stolz wie Oscar. Und er darf auch sicherlich irgendwann mal wieder vor der laufenden Kamera, weil er schaut sich halt nur dieses eine Video an, wo er natürlich zu sehen war. Und dann müssen wir mal was sehen. Also wie gesagt, wir sind richtige Rebellen, wir sind richtige Clone Trooper, wir sind richtige Stormtrooper. Auch die Neuen sind willkommen, die ganze Old Republic ist willkommen. Also ihr seid alle total recht herzlich in der analogen Welt willkommen. In der digitalen sind wir ja schon zu Hause. In der digitalen haben wir uns ja schon kennengelernt. In der digitalen haben wir uns ja schon ausgetauscht. Wir freuen uns wirklich. Und wenn Lust und Laune, ihr seid immer noch hier, auch im analogen Bereich, haben wir ja das Kino und so weiter. Viele haben das Kino schon kennengelernt und haben gesagt, jo, hi, morgen. CT 75, 67, Turn Company ist wieder da. Captain Rex 501, Garnison. Ich muss mich natürlich auf eine Art bei David Filoni bedanken aus San Francisco. Executive Producer of Star Wars Results. Form Supervisor, Director of the Star Wars, The Clone Wars. Morgen! Guten Morgen! Nochmal fange ich jetzt nicht hier an mit CT-577 Touring Company 51 und so weiter. Gar nicht so. Nein, also Dave Filoni, San Francisco Executive Producer, morgen. Muss auch schmunzeln, dass ich immer, wenn ich anfangen wollte, dass ein analog reinkommen. Also wohlgemerkt, ich mache momentan für einen Kunde eine Riesensache aus Amerika, klar. So alte Zeiten, man war ja öfters in Amerika, 80er, 90er Jahre, und die Sachen werden jetzt digitalisiert, die damals auf VHS eingefangen wurden. Ich habe gerade hier eine Riesensache in Orlando auf einer Autobahn, da ist richtig was los. Kann ich vielleicht irgendwann mal zeigen, die Szene. Einige Szenen kann ich vielleicht zeigen, damit ihr auch mal seht, wie das so aussieht, wenn in Amerika mal was passiert. Nicht nur hier, wenn hier ein Unfall passiert oder so. Auch die uralten Kameras, wie gesagt, aus den 80ern, 90er Jahren. Aber ich bleibe jetzt erstmal immer noch bei CT7567, Torrent Company 501, Garnison, euer Captain Rex. So, Captain Rex Infobox und alles über Star Wars. Und vor allen Dingen muss man sich ja als Cosplayer bedanken bei Dave Filoni als Executive Producer of the Star Wars Rebels, Form Surprise Director of the Star Wars, the Clone Wars. Er denkt sich, ja, der ist wirklich, er hat auch gerade im Mai den neuen Helm vorgestellt, der aus dem alten Trooper Helm geformt wurde, aber er bleibt bei den beiden Hörnern und es bleibt bei Blau. Nicht immer, ich habe mir ja Rebels dritte Staffel schon angeschaut, ich habe mir ja auch Captain Rex angeschaut. Er hat hin und wieder auch mal eine normale. Also es wird Gott sei Dank ein bisschen einfacher werden. Jetzt in dem Alter, also im Moment spielt Captain Rex ja in dem Alter so zwischen 58, sieht manchmal aus wie 75. Und wird also, wie gesagt,
jetzt hier lebendig werden. Ich werde jetzt Captain Rex und der CT7567. Und ich werde mich reaktivieren und eine tolle Show bzw. eine Ein-Mann-Geschichte machen. Ich werde also als, mal schauen, Star Wars auseinandernehmen. Hin und wieder mal irgendwo hinspringen und darüber berichten. Wo sind wir denn jetzt gerade? Immer noch in Amerika da, ist richtig was los, Wahnsinnsunfall, 80er, 90er Jahre. Und hier ein Kameramann war damals live dabei. So, und die Sachen, das ist ein Auftrag, der jetzt digitalisiert wird, werde ich euch sicherlich irgendwann mal zeigen. Ja, in Pennsylvania, Washington. Richtung Pennsylvania, Washington, da ist da was passiert, aber egal. So, wir sind ja in Amerika, Star Wars ist Amerika, deswegen passt das. Und Captain Rex passt auch, weil es zu mir passt, vom Aussehen her, von der Statur her, ich bin auch 1,87 sogar, passt also. Und es kommt alles hin, bin zwar ein Soldat, aber kein Clone Wars Soldat. Muss nur eins gestehen, dass da einige Sachen, also digital sind wir ja nun mal. Ich schaue mir eure Sachen an, ihr schaut meine Sachen an, erfährt gerade, wusste ich gar nicht, dass da so ein Monument steht, aber egal. Walt Disney ist ja immer, Hollywood und so weiter. Und Star Wars ist und bleibt Amerika. So, der Dave Filoni hat irgendein Faible für Rex. Er hat den Rex jetzt, wie gesagt, neu gezeichnet. Mal schauen, wer den Rex irgendwann mal real spielt. Den Rex soll er auch irgendwann mal real. Persönlich würde ich mich freuen, wenn die ganzen Trooper mal eine Geschichte bekämen, wo mal so einen richtigen Trooper, wie die gedacht, und das wäre schon gar nicht so schlecht. Sind ja alle, wie gesagt, an sich Jäger, ne? Boba Fett, alle haben die Gene von Boba Fett, alle sind drauf wie Boba Fett. Ja, in der Richtung. Aber irgendwann, komischerweise, denkt man nach, kommen Zweifel, ja, da ist man eh schon in Rente. Wenn die Zweifel kommen, ist man eh schon in Rente. Alle sind in Rente. Ja? Captain Bly ist auch dabei. Und die anderen, ja, ist ja eine Menge. Wenn man die ganzen Nummern auswendig, 75, 67 geht ja noch. Aber die ganzen anderen 54, 56, keine Ahnung, wer das jetzt war, müsste ich nachgucken. Jedenfalls, mir gefällt es. Mir gefällt Star Wars, mir gefällt die Rebellgeschichte, mir gefällt das überhaupt das Ganze. Ich habe mir das so intensiv angeschaut, ich habe es jetzt noch nicht intensiv übernommen, dass ich das jetzt frei interpretationsmäßig raushauen kann. Ja? Captain Rex hat auch eine hohe Verbindung zum R2-D2, passt also auch. Ich freue mich, wenn die Figuren jetzt nach und nach hier einrauschen werden als Captain Rex. Der Kunde war gestern da, hat den Captain Rex also in groß schon gekauft, der ist weg. Ich habe ja auch direkt das Bild, was ich euch gezeigt habe, ist also auch weg. Das Große habe ich hier nicht gegeben, das wollte sie auch haben. Sag ich, nee, das halte ich fest, noch bleibt das hier. Weil wir ja auch wir machen ja auch Untersetzer auch. Also wir haben Untersetzer und wir machen ja eine Menge, auch Karten und so weiter. Und besorgen auch kein Thema. Leider nur in Vorkasse. Also so Spielchen mache ich nicht mehr mit, indem ich die Ware wegschicke und kriege das Geld nie wieder. Oder die Adresse ist falsch. Also solche Spielereien hatten wir ja auch. Muss nicht sein. Also Vorkasse gut ist, wenn das Geld drauf ist, wird die Ware rausgeschickt. An sich mag ich das gar nicht, das Digitale. Digital verkaufen online mag ich auch nicht. Ich kaufe gerne digital ein, das gebe ich zu, aber selbst verkaufen digital tue ich ungern. Wie gesagt, analog ist möglich, analog kommt vorbei, analog nimmt mit, kein Thema, ist die Sache vom Tisch. Ich handle nicht mit Figuren. Das ist kein Handel, das ist alles nur für die Sendung, für das ausgedachte Online-Leben, für das ausgedachte Studio, für das ausgedachte Online-Studio. Geht, schaut euch an, Web.tv, da kommen wir her, das war unser Baby, ist jetzt verkauft worden. Web.tv gehört jetzt im Ausländischen, ist jetzt auch überwiegend ausländisch das Ganze, nicht mehr deutsch. Das andere, Uprom TV, Du bist TV, gibt es auch nicht mehr. Gibt es zwar noch als Senderblock, kann man surfen, bei Astra Digital 98,5, 2 Grad Ost. Aber gibt es auch nicht mehr, wird auch nicht mehr gesendet, weil kostet alles horrendes Geld. Also analog, meine lieben Freunde, ist eine teure Geschichte. Ich weiß nicht, was das Ganze soll. In Wirklichkeit sind wir immer noch analog. Wir sollten uns auch analog unterhalten, wir sollten uns auch analog treffen und wir sollten auch analog etwas machen. Diesbezüglich mache ich dieses Video jetzt noch einmal als Captain Rex.
Darsteller Cosplay 501 Garnison einzeln hier und ich bedanke mich weiterhin bei Dave Filoni, dass er diese Figur weiter leben lässt, dass er diese Figur weiter nach vorne bringt. Grüße, Morgan. Morgen. Okay, als Kameramann, Foto und so weiter sehe ich natürlich Sachen, die man auch in Filmen, Spielfilmen und so weiter sieht und wenn man die dann nochmal so abrollen lässt, wenn man live dabei war, jetzt wo kein Film, wo jetzt auch keine Crew, sondern Original Washington, die Original Washingtoner Street, auch das Monument zu. Und wenn man das dann nachher alles bei den Filmleuten sieht, wenn die Filmleute dieselbe Strecke abgefahren, aber dann für ihren Film genutzt haben, das Monument oder halt die Washington Street, ist schon eine sehenswerte Geschichte, wenn ich da jetzt mal so eben in die Realität rüber husche. Denn online erleben wir uns digital, aber ich bin ja hier auch analog verwoben. Auch wenn ich analog Captain Rex darstelle als Cosplayer und jetzt mich bemühe, ihn so darzustellen. Ich meine, ich bin ja angewiesen, wie Dave Filoni ihn ansetzt. Ja? Ich kann ja jetzt den Captain Rex darstellen als Clone Trooper, besorgt mir alles, ist nicht gerade einfach, da ranzukommen. Deswegen macht es ja Spaß, ein Hobby zu haben, weil wenn man es sofort bekommt, dann ist es kein Hobby, dann macht es keinen Spaß. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, wir hatten Unwetter, nicht alle, aber einige. Und da ist mal einiges vorgefallen und wenn wir dann nur analog wäre, wäre alles in Ordnung, weil wir könnten ja analog vorbeikommen, uns analog hinsetzen und analog sprechen. Was aber digitaltechnisch dann nicht möglich ist, wenn ein Unwetter stattfindet, so wie gestern, dann ist plötzlich die Welt digital out. Nichts geht mehr. Wir haben gerade versucht, hier auch für Kunden einige Sachen loszuwerden. Geht nicht. Durch das Unwetter sind einige digitale Strecken blockiert. Kunden verstehen das dann nicht, weil nicht alle sich auskennen. Wir leben ja, wie gesagt, hier analog. Finde ich es auch immer gut, wenn wir dann hier im Dialog sind, uns unterhalten und ich den Leuten versuche aufzuklären und sagen uns ja, lange Rede, kurzer Sinn, noch sind wir überwiegend analog und wenn irgendwann mal eines Tages nur noch digital, dann können wir hier auch so tun, als ob. Und ja, viel wollte ich auch gar nicht loswerden und einige werden auch schon unterbrochen haben, weil der Spannungsbogen setzt jetzt ab, das Wetter ist schlecht, wir haben früh morgens. Euer Captain Rex hat heute keinen Bock, werde mich aber jetzt gleich, wenn die Kamera aus ist, bemühen, den Captain Rex zum Leben zu erwecken. Ich werde mir auch die Geschichten ausdenken und ich werde mich auch auf News stürzen. Also Clone Wars beziehungsweise das Star Wars Show, mal gucken, was da so abgeht. Mal gucken, was bei Dave Filoni abgeht, beim Executive Producer of Star Wars Rebels, former Supervisor Director of the Star Wars, The Clone Wars. Gut, The Boss, ne, ihr wisst ja den mit dem Texas-Hut, der da für zuständig ist. Die sitzen sicherlich jetzt da irgendwie und denken sich neue Geschichten aus. Ich freue mich jetzt auf morgen, auf Samstag, 20.15 Uhr, da kann ich wieder drei Rebels sehen, obwohl, ich muss gestehen, ich kenne ja schon alle, aber wenn das Fernsehen ausstrahlt, schaue ich es mir auf 21 Quadratmeter an. Hier schaue ich es mir halt auf kleinen Monitor an und so weiter. Und ja, trotzdem, ich schaue mir immer an und wenn die Folgen kommen mit Rex, hi, morgen. Ich versuche es nochmal zum Schluss analog. Wie gesagt, analog kriege ich viele Sachen, auch über den Han Solo-Film. Hallo, hallo. Grüße. Analog ist richtig was los heute hier. Digital wisst ihr ja, kann man reinsprechen, fertig machen. Ja, aber jetzt geht's nicht, weil ich, wie gesagt, als Captain Rex CT7567 Torrent Company. Egal, okay. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr euch auch mal analog sehen lasst und wenn wir analog mal ein Pläuschchen halten hier in der Star Wars Lounge. Und ich verabschiede mich jetzt als Captain Rex. Torrent Company CT7567 und mal schauen, welche Rüstung ich mir zusammenschneide. Ob nun die neue, die Dave Finino, Executive Producer of Star Wars Rebels, Form Surprise Director of Star Wars, The Clone Wars, kurz genannt Dave Filoni, sich ausgedacht hat. Der hat da wirklich, ich habe gesehen, also auch bei den Rebels,
haben die also schon etwas ganz anders. Die Helme konstruiert sich schon gut aus, aber so einfach kommt man ja nicht daran. Mal eben nach Amerika, um einzukaufen. Und Jones ist ein Hobby nur noch. Und wenn man das hier so für sich alleine macht, ohne analoge Mitstreiter, dann lohnt sich das sowieso nicht. Was mir viel Zeit soll ja auch nur für die Digitalwelt konstruiert werden. Und dann werde ich mal schauen, dass ich an gute Sachen heranbekomme. An die Originalkluft von CT7567 werde ich wohl nicht rankommen. Ist ein bisschen heavy im Preis. Und so oft trete ich ja auch nicht als CT7567 auf, als Rex. Nur hier vor laufender Kamera. Wisst ihr, ich mache jetzt Pause. Ich wünsche euch ein super tolles Wochenende. Bedenkt, jeden Donnerstag, / Samstag, kommt The Rebels. 4 Folgen, 20.15 Uhr im Disney Channel. Vorher war PayPal DX Disney. So, ich bin weg. Auch keine Lust mehr. Ron Howard übernimmt die Regie, war ein Solo, finden wir gut, ist eine Oscar-Preisträgung, kann nur gut werden. Also, in 5 Monaten sehen wir uns bei E8 und heute in einem Jahr sehen wir uns dann bei Han Solo. Ja. Und das war's dann jetzt auch schon. So, als Captain Rex mit der Infobox, dass ich dann über Star Wars sprechen werde, jetzt im Moment, wie gesagt, Han Solo. Meine lieben Freunde, das wäre ein größter Blödsinnsfilm aller Zeiten geworden, wirklich. Und wenn man sich das so durchliest in den amerikanischen Nachrichten, ja. Wie gesagt, Han Solo wäre ein ziemlich spaßiges Ding gewesen. Einige Sachen konnte man ja schon aus dem Netz zusammensetzen und einigen so zeigen, die sagten auch, es ging da ab. Es wäre eine richtig lustige Klamotte gewesen, so frei nach Freelancer. Also Han Solo wäre real ein Freelancer geworden, ein Lego-Freelancer da und ein Jump Street, wirklich so eine Art Klamotte, wirklich. Und daraufhin hat Catherine Kennedy den Stöpsel gezogen, aber er jetzt hier, der Ron Howard hat aber mit seinem Willow 1988 auch ein Fantasy hat auch ein Breakdown geliefert. Willow ist nicht so angekommen, wie er sich das gedacht hat. 1988, ich meine, das wird dann sofort da so reingeschlagen, ja. Ron ist ein Oscar-Regisseur, hat gute Sachen gemacht, das wissen wir ja auch. Und Da Vinci Code und so weiter, Apollo 13 auch, er kann es, er kann Dramaturgie, er kann, ja. Er kann auch selber Cut und schneiden und so weiter. Aber trotzdem musste da so nachgeliefert werden, ja, Willow, ich dachte doch Willow, ne? 1988, hallo auch. Aber er wird Teufel tun jetzt im Jahre 2017, 2018. Im Mai wird Han Solo kommen, auf der Wiki Red Cup dann heißt. Im Moment heißt er Han Solo. Laut Catherine Kennedy sagt sie, das ist Han Solo, bleibt Han Solo. Ob sie da noch einen Titel reinknallen, weiß ich nicht, weil sie sprach von 3. Also sie hätte Lust auf 3. Aber 3-mal verschiedene Regisseure, ich weiß nicht. Dann sollten sie lieber einen Regisseur nehmen, der alle 3 Kompanien durchzieht und Folgen daraus macht. Also im Moment ist eh analogmäßig, wenn man so mit den Leuten spricht, gar nicht so Star Wars Fieber. Alle haben nicht so Interesse. Bin gespannt. Ich bin gespannt auf E8, ob da die Kinos wieder voll sind. Bin gespannt, ob da auch wirklich Cosplay-Träger dabei sein werden. Und ich bin gespannt, was dann ein Jahr später Han Solo, ob da wieder so viel wenig wie bei Rogue One, wirklich bei Rogue One, weil in meinem Kino, wo ich bin, so gut wie gar nichts los. Ja, man merkt auch kein Echo und so weiter. Disney sieht ja immer die Welt, 2,2 Milliarden in der ganzen Welt, ein paar hunderttausend hier aus deutschen Landen dazu, ist ja nichts, ist ja gar nichts. Wie gesagt, wenn man analog sich mit den Leuten darüber unterhält, hier in dieser Star Wars Launch ohne Kamera, ist das schon eine lustige Geschichte. Hier digital, visuell bei YouTube und so, da ist das ja immer eine riesengroße Seifenblase. Boah, da ist ja eine Menge los. Ist gar nichts los. So, als Captain Rex freue ich mich jedes Mal aufs Wochenende. Ich werde es durchziehen, ich werde gnadenlos CT7567 Tron Company aufsaugen. Aber ich werde jetzt sein, wie bei Rebels,
werde jetzt reaktiviert wie bei Rebels. Ich sehe aus wie jetzt 58, bin auch zu groß, das passt, da kriege ich hin. Und wenn ich demnächst vor laufender Kamera dann in der Kluft auflaufen sollte, werdet ihr wissen, dass ich es dann auch geschafft habe. Aber ich musste jetzt gerade nochmal die Kamera anmachen, wegen Ron Howard, dass er Willow 1988 in den Sand gesetzt hat. So was hauen die sich dann gegenseitig da um die Ohren. Aber so ein Spaßchenfilm, wie die beiden Jungs hätten das da gemacht, ja, ihr wisst, Freeländer da, Lego-Style. In Lego-Style einen realen Han Solo-Film, ja, also ich weiß nicht. Nee, auf keinen Fall, auch keine 21 Jump Street. Star Wars sollte doch in irgendeiner Welt sein, aber nicht abdriften. Es ist zwar ein Western, aber dann bitte so ein Schmuggler, wie bei dem einen Trailer, den man bei dem Spiel Old Republic sehen konnte. Das ist wenigstens ein waschechter ne? Schmuggler, der sieht auch dementsprechend auch mit dem Cowboy-Hut und mit den Knarren und so, und mit diesem Mantel. Ich weiß auch nicht, wozu man einen Staubmantel im Universum braucht, aber egal. Die sind so. Tarantino dreht wie ein Weltmeister. Der Dave Fioli denkt sich da was aus. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also, oh ja, Tarantino als Regisseur. Wow! Tarantino als Star Wars Regisseur. Meine lieben Freunde, was würde da abgehen? Das wäre ein Schlachtfest in der Dose. Aber das lassen wir mal. Nee, lassen wir mal. Captain X News, CT7567, Torrent Company. Hat doch viel. Ich finde also schon lustig, wie Amazon manchmal so verschickt. Das ist auch mal wieder so ein Schuhkarton. Der Bugatti-Schuhe. Ja, ich versuche mal zu öffnen. Bin gespannt, was drin ist. Also Amazon bestellen ist immer so eine Abenteuergeschichte. Weil bei Amazon mittlerweile ja jeder irgendwie, ist ja nur ein Marktplatz. Also ihr wollt das ja so. Ich hatte gestern Besuch aus Hamburg. Die bestellen schon ihr Fleisch bei Amazon. Ja, die Metzger sterben, alles stirbt. Schauen wir mal. Ha! Gerade drüber gesprochen, wirklich, gerade. Ach herrlich, bin ich stolz. Doch, gerade drüber gesprochen, bin jetzt auch nicht böse drum, dass es im Schuhkarton geliefert wurde. Da ist er. Ich bin da. Euer Captain Rex ist da. Ich habe gerade noch bei Facebook drauf hingewiesen und schon ist da. Ich habe für ein paar Sekunden bei Facebook. Na, ich bin Captain Rex. Ey, ich bin stolz. Gebe ich auch nicht ab, die Figur. Ich bin stolz, die bekommen zu haben. Ist aus der Serie The Rebels. Captain Rex in seinem Alter. Mir gefällt die Figur. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob die Kamera das gut einfängt. Ich versuch's mal. Es blendet ein bisschen. Also das Gesicht wunderbar verarbeitet. Ich pack die jetzt auch nicht aus. Die kriegt einen Ehrenplatz. Die Figur kriegt jetzt einen Ehrenplatz. Gut, diesen ganzen Quatsch dabei. Sag ich jetzt mal. Muss nicht sein, aber. Der Helm ist okay, ja, der Helm müsste ich jetzt in Originalgröße bekommen, muss ich gucken, ob ich den bekomme. Dave Filoni hat diesen Helm da wieder neu konzipiert, ja, der sieht so mehr, hat also nichts mehr, dieser Helm hier, hat nichts mehr mit die Clone Wars Truppen zusammen, also nicht mehr wie er CT7567 Torrent Company war, sondern wie er jetzt. Und wie gesagt, dieser Zusatz ist klar, Spielwaren. Irgendwas Spielerisches muss da reinkommen. Meiner einer als Erwachsener sieht das hier eh anders. Finde ich aber toll, dass er da ist. Gott sei Dank, die Rechnung ist auch da. Viel Spielzeug da drin. Brauche ich nicht. Das ist natürlich klasse, dass da die Bugatti-Schuhe. Ah, herrlich. Ne? Herrlich. Bugatti-Schuhe, naja. Ja. So, und da ist natürlich mal wieder ein richtiges Paket gekommen. So will ich meine Ware auch verschicken. Wie gesagt, ich bin kein Händler von Ware. Hallo, ich komme. So, ich versuche nochmal zum Abschluss zu kommen. So würde ich die Ware verschicken. Wenn ich Ware verschicke, aber ich verschicke ungern Ware, weil ich noch nicht online-mäßig arbeite. Ich bin natürlich ein sehr analoger Mensch. Ich finde es analog gut. Mit analog Menschen zu reden. Ich habe mit sehr vielen Geschäftsleuten zu tun, die analog hier noch ihre Arbeit machen. Aber die haben genauso eine digitale Geschichte wie auch ich. Die haben durchgucken. Also der Karton ist riesengroß.
Das ist eine Überraschung, wie so eine Überraschung. Das riecht. Sieht aus wie so ein Sandwich. Ach, herrlich. Also, das war ja jetzt. Ach, herrlich. Ach ja, das ist ja die Figur, worüber wir gesprochen haben. Darf ich vorstellen? Der andere Captain Attilis, also, ja, kann man kaum sehen hier. Attilis, Captain Attilis. Das ist Captain Attilis, der nicht so gemocht wird. Oder, keine Ahnung, ist nicht so angesagt. Den haben wir also regelrecht günstig geschossen. Jetzt liegt der also auch schon auf der Erde. Hier riecht nachher wieder auf. Gott sei Dank ist auch die Rechnung dabei. Ich habe gerade mit dem DRL-Herrn da gesprochen, weil wieso schreibt ihr da rein, dass ihr das bei einem Nachbarn abgegeben habt oder sonstige Sachen. Irgendwie verstehe ich das Ganze nicht mehr. Ihr habt es mir doch gerade gegeben. Ne? Also gerade in die Hand gedrückt und dann steht da morgen, hätten sie da irgendeinem Nachbarn gegeben. Also ich finde es halt sehr lustig, egal. Also war jetzt eine Wahnsinnsverpackung. Eine Wahnsinnsverpackung. Für den Attilis. Ich meine, so schlecht diese nur da war er im Senat Security. Captain Attilis war da im Senat. Da die Security. Und nachher war ja Captain Attilis 2004 Version mit Darth Vader, wo er da an sich am Hals gegriffen hat. Ne? So, ach ja, ist wie gesagt angekommen. Jetzt kann ich das Video in Ruhe schließen. Es ist also auch schon Mittagszeit. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und viel Spaß. Ich bin jetzt der Sammler von CT7567, aber hier Captain Rex. Der läuft auch unter Captain Rex, nicht mehr unter CT7567, weil durch Rebels wird er jetzt ganz neu auferlebt, passt zu mir. Genauso möchte ich das auch, so kriege ich das auch hin. Muss jetzt nur gucken, wie ich an den Helm komme. Wird nicht so einfach werden. An alle 3D-Drucker, sagt mir einen fairen Preis. Sagt mir einen fairen Preis für einen Helm, macht ihn mir. Ja. Und mir ist wie gesagt aufgefallen, dass bei Rebels die Helme ganz anders sind. Also wenn ich den Originalhelm da sehe, hat er ja so eine Art Wulst. Und bei Rebels geht er ja voll durch. Ja, voll gerade durch. Ja, mit diesen Saugstutzen da, wo der Sauerstoff angestutzt werden könnte. Ja, aber gefällt mir. Sieht klasse aus. Mir gefällt er. Mache ich auch gleich Fotos von. Stelle ich dann bei Instagram rein. Habe ich gerade gesagt, Instagram, ne? Und schon geht's los. Könnte auch sein, dass es ein Twitter war. So genau, ich habe immer denselben Ton, aber manchmal ist es ein Twitter, dann ist es ein Instagram, dann ist es ein Facebook oder ein Privat. Ja. Okay, Helikopter Tours and the Beach. Finde ich gut. Helikopter Tours and the Beach. Also wie gesagt, ich mache ja immer noch den amerikanischen Film fertig. In Los Angeles, Washington und so weiter. Das ist eine tolle Geschichte. Werde ich vielleicht irgendwann mal veröffentlichen. Aber bis dahin dauert es noch. Also meine lieben Freunde, euer Captain Rex wünscht euch ein tolles Wochenende. Ja, bei Amazon. Von ihm muss ich mich auch verabschieden hier. Der geht auch auf die Reise. Der kommt jetzt auch in die Ecke, weil der ist so gerade genommen worden. Na, ist ja noch nicht der erste. Heute ist der 23. In genau 6 Monaten ist Heiligabend kurz davor. Dann haben wir auch E8 gesehen. Also, ich bin ja nochmal euer Captain Rex. 75, 67, das waren noch Zeiten als CT Torrent Company. Aber, wie gesagt, die rote Version ist auch schon weg. Und wenn ich sehe... Hi! Hey, bonjour, Monsieur! Ach, herrlich, dich mal wieder zu sehen, aber... Ja. Nach so langer Drehpause. Ich versuch's nochmal, mein Schauspielkollege Peter Rüb war gerade da. Von Henning Baum. Der letzte Bulle. Mord mit Aussicht. Ja, er könnte an sich den Rex auch machen. Er ist 10 Jahre älter wie ich, aber mit Star Wars ist nicht so. Er macht neue Beatles. Mussten auch gerade schmunzeln. Also wie gesagt, Mord mit Aussicht und der letzte Bulle. Bleiben wir mal hier bei Captain Rex. Ist ja jetzt nicht der Rex, sondern hätte ich hier den Helm bearbeiten müssen. Gutes Stück, jetzt mittlerweile 138 € bei Amazon. Und
wie gesagt, er ist verkauft natürlich günstiger für einen 100er. Also für 100 Euro ist er raus, er ist weg, der gehört jetzt schon jemandem, wird noch abgeholt. Dann nehme ich ihn jetzt noch einmal in die Hand, weil er ist weg, weil die andere Version ist also auch schon weg. Die hätte gekostet jetzt auch um die 100 Euro in Rot, die rote Garde, die Clone Trooper. Ich suche also wie gesagt den Helm, den Original von Captain Rex, die Figur von Captain Rex, aber in dem Alter jetzt, 58 bei Rebels von Dave Triloni, Executive Producer auf Star Wars Rebels, Form Manager, Supreme Director auf Star Wars, The Clone Wars, yes, so heißt er, ne? Dave Triloni. Ja, ist bald weg. Neu kaufen, was meine ich damit? Neu kaufen geht nicht. 138 Euro bei Amazon. Über Amazon, ich habe auch schon im ganzen Netz, habe ich schon gesucht. Kommt man nicht günstiger dran. Ja, ich bin als Captain Rex jetzt, bin ich jetzt angefixt auf Deutsch gesagt. Ich will das unbedingt. Ich meine, es ist nicht Captain Rex, wohlgemerkt, weil Captain Rex hat einen Blaster und nicht das gute Teil. Ja, schauen wir mal. Also an alle, die jetzt diese Folge gesehen haben, ich brauche hier die Unterarmschoner, ich brauche hier oben den Brustpanzer, aber und dann brauche ich hier den Gürtel. Ja, den Gürtel, aber nicht diesen, so einen Brustpanzer, Gürtel, die Hose etc., die Schuhe hier und dann, wie gesagt, Captain Rex als Captain Rex, beziehungsweise als Captain Rex, ja, als Rex, Pension. Ja, ist ja funktioniert, wir alle. Clone Trooper sind pensioniert und wie gesagt, hätte ich gern. Wenn ihr habt und ihr habt die Folge jetzt gesehen, meldet euch, brauche den Helm etc. pp. Im Replay. Wunderbar, also am besten die neue Version, wo das hier gerade durchgeht. Hier ist ja immer dieser Halbknick drin. Die gibt es aber auch angeblich gerade, kerzengerade. Also ist dieses tiefer drin und dann gerade. Das ist ein ganz neuer Helm, hatte Dave Filoni in der Hand gehabt, den hat er sich mal wieder ausgedacht. Die kommen natürlich viel schneller dran wie unter eins. Und wie gesagt, 7567 CT, Torrent Company 501 Garnison. Wir melden uns zum Rapport und wünschen euch eine wunderschöne Zeit. Und ich hoffe, ihr schaltet ein, wenn es demnächst so richtig losgeht mit Captain Rex und seinen Informationen über die Filme etc. pp. Und sollte ein Schauspieler mal Zeit haben, wird er sicherlich hier mitmachen, aber nur dann. Ab sofort gibt es nur noch mich als ich, als Rex und nichts anderes mehr. Ne? Ab sofort gibt es nur noch mich. Und wer vorbeikommt, ist recht herzlich willkommen in der analogen Welt. In der analogen Welt seid ihr herzlich willkommen. Und wenn ihr sowas haben wollt, kriegt ihr das meistens günstiger, weil hier geht es. Und dem anderen habe ich gerade geschrieben, geht nicht, die Figur ist futsch. Hier sind wegen den Dreharbeiten und Aufräumarbeiten ist die uns irgendwie abhanden gekommen. Keine Ahnung, wo die ist. Bitte nicht überweisen, kein Geld überweisen. Ihr wisst Bescheid. Du weißt Bescheid. Keine Ahnung, wo die Figur abgeblieben ist. Und die andere Figur mochte es ja, wollte es ja nicht. Du wolltest ja diese spezielle Figur haben. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, wo die abgekommen. Keine Ahnung, weiß nicht. Ach, passiert schon mal sowas. Also, nichts, nicht überweisen. Die Figur ist nicht da. Diese hier ist schon verkauft, die ist erledigt, die gibt es dann demnächst bei uns nicht mehr, dann ist weg. Ja? Alles klar, Captain Rex.